Hey, es ist Yuri Experience und heute will ich mit euch über Durchlüften reden. Ja, ich weiß, ihr wisst höchstwahrscheinlich über Durchlüften mehr als ich, aber trotzdem, für sehr viele Menschen ist das etwas nicht Klares. Und wenn ich schon ein Video auf Englisch und Russisch mache, und übrigens auch mit dem Wort durchlüften, nicht mit der Übersetzung, dann dachte ich mir, dann mache ich auch ein Video für euch. Laut meinem Wissen, obwohl es schon irgendwie ein Teil deutscher Kultur ist, trotzdem tun das nicht alle, obwohl es sehr viel Sinn gibt. Am besten erklärt man Durchlüften durch, wie man das macht. Es gibt an sich zwei Wege, aber es wird am meisten Stoßlüften empfohlen. Und das ist, wenn man Fenster an verschiedene Seiten des Apartments oder der Wohnung oder sonst was komplett öffnet. Also halt breit öffnet, nicht auf Kippe, sondern breit. Das soll man 2-3 Mal pro Tag machen und Dauer hängt davon ab, wie kalt oder wie warm es draußen ist. Im Winter macht man normalerweise 3 bis 5 Minuten und im Sommer macht man ungefähr 1/2 Stunde. Ein paar Nebenbemerkungen. Im Winter, wenn ihr das tut, dann solltet ihr auch Heizung ausschalten. Sonst verschwendet ihr im Prinzip nur Energie. Aber trotzdem solltet ihr durchlüften. Wieso, erzähle ich gleich. Und eine andere Nebenbemerkung. Auf Kippe und komplett öffnen ist nicht das gleiche. Und übrigens, es ist nicht so stark empfohlen, auf Kippe durchzulüften, vor allem im Winter, weil dadurch im Fenster viel Feuchtigkeit sich sammeln kann und dann kann da irgendwelche Schimmel oder sonst was anfangen zu wachsen. Das zerstört Fenster und ist allgemein nicht gut. Wieso lüftet man durch? Es gibt grundsätzlich 2 Gruppen der Gründe. Die erste Gruppe ist mit frischem Luft verbunden und die zweite Gruppe mit weniger Feuchtigkeit. Frische Luft ist vor allem gut für uns. Wenn wir lange in einem Zimmer sitzen, in einem Apartment sitzen, wo wir keine neue Luft bekommen, dann irgendwann haben wir ein bisschen weniger Sauerstoff im Raum, was dazu führt, dass wir weniger Energie haben, es uns schwieriger fällt, uns zu konzentrieren und allgemein sind wir weniger produktiv. An sich liegt es daran, dass unser Körper einfach in Energiesparmodus geht, wenn wir nicht genug Sauerstoff bekommen. Und ja, das ist nicht so hilfreich, wenn man versucht, etwas zu schaffen. Deswegen lüft mal durch. Weniger Feuchtigkeit hat eher was mit Haushalt zu tun und mit der Tatsache, dass man die Wohnung irgendwie in gutem Zustand beibehalten will. Haushalt, je weniger Feuchtigkeit ist im Raum, desto leichter ist es, diesen Raum zu heizen. Weil feuchte Luft ist schwieriger zu wärmen als trockene Luft oder trockenere Luft und dementsprechend muss Heizungssystem schwieriger arbeiten, was dazu führt, dass ihr mehr Geld ausgeben sollt. Und das will doch keiner. Keiner will einfach so Geld wegschmeißen, wenn man eine Alternative hat. Ich sage ja nur. Und ansonsten ziemlich ähnlich wie auch beim Fenster. Wenn es viel zu feucht in einem Raum ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche Schimmel, Pilze oder Moos wächst. Und naja, obwohl es schon manchmal nice, etwas Grünes im Haus zu haben, aber doch nicht etwas, was dich töten könnte oder was dir irgendwelche Schwierigkeiten bereiten könnte für deine Gesundheit und für deine Lungengesundheit und sonst was. Deswegen schon wieder, je weniger Feuchtigkeit, desto besser. Muss man nicht übertreiben, aber trotzdem. Ich lüfte durch. Ich hoffe, das ist kein politisches Statement. Man weiß ja aktuell sowieso nicht, was ein Statement ist und was nicht. Aber auf jeden Fall, ich mag frische Luft. Ich versuche ziemlich viel pro Tag zu machen. Dementsprechend, ich muss immer konzentriert bleiben, immer Energie haben. Und dabei hilft schon, ein bisschen Luft im Apartment zu haben. Und es ist schon ziemlich lustig, dass ich am meisten davon tatsächlich von Deutschen gehört habe. Ich habe sogar einen Zettel bekommen, als ich die Wohnung gemietet habe, wo stehen unter anderem Regeln, wie man richtig durchlüftet, wie oft man das tut, wie lange es dauern soll und sonst was. Ich finde das echt bemerkenswert. Euch empfehle ich, wenn ihr das nicht jetzt schon tut, sowieso ohnehin, bitte fängt damit an. Es hat nur Vorteile, dauert nicht lange, ist nicht kompliziert. Ihr müsst im Prinzip nur Fenster komplett aufmachen für bestimmte Zeit. Sommer 1/2 Stunde ungefähr, Winter 2 bis 5 Minuten. 2 bis 5 Minuten, das ist ja gar nichts.
Und danach fällt ihr nicht Ohnmacht, weil viel zu wenig Sauerstoff im Raum gibt und es wachsen keine Pilze auf eure Wände. Außer ihr stellt auf sowas, aber naja, ich weiß nicht, ob eure Vermieter auch auf sowas stehen wird. Deswegen fängt an. Ja, viel Spaß. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte drück den Like-Button. Du kannst auch den Kanal abonnieren. Ich mache regelmäßige Videos zu verschiedenen Themen und nächstes Mal rede ich über meine Erfahrungen in verschiedenen Unis in verschiedenen Ländern. Wenn du irgendwelche Frage oder irgendwelchen Themenvorschlag hast, bitte schreib die in Kommentaren. Ich werde versuchen, deine Kommentare zu beantworten. Außerdem werde ich möglicherweise ein unabhängiges Video dazu machen. Oder ich lese mich zuerst in das Thema ein. Ich weiß ja nicht alles, aber einiges. Das war's für heute und wir sehen uns nächstes Mal.